Ja Leute, heute zeige ich euch, wie man auch als Anfänger smoothe Türen in Roblox Studio erstellt und später dann auch noch für Fortgeschrittenere, wie man daraus Sicherheitstüren macht, in die man nur mit Zutrittsberechtigungen reingehen kann. Und ich würde sagen, legen wir da mal los. Der erste Schritt ist natürlich das Bauen einer Tür. Und wenn man Videospiele bastelt, gibt es eigentlich immer zwei Dinge, die relevant sind. Einerseits die Parts, mit denen man tatsächlich am Ende codet. Und andererseits gibt es dann auch noch Skins, dass es am Ende schön aussieht. Und diese beiden Sachen sollte man am besten immer separat voneinander machen. Ihr kennt das aus vielen Spielen, dass man verschiedene Skins für seinen Charakter auswählen kann oder für Waffen oder für sonst was. Und es liegt daran, dass diese Spiele auch den Skin separat von dem tatsächlichen Model, das gecodet wird, behandeln. Und so machen wir das auch bei diesen Türen hier. Ich nehme die Tür hier mal raus, die Easy Door, und dann zeige ich euch, wie ich die aufgebaut habe. Wenn wir diese Easy Door hier im Explorer aufklappen, seht ihr, das ist ein Model. Wenn ihr nicht wisst, wie man ein Model macht, man wählt einfach mehrere Parts aus und drückt dann STRG G und dann werden sie zu einem Model gemacht. Solltet ihr noch irgendwelche Probleme beim Building in Roblox Studio haben, schaut euch bitte vorher noch das Tutorial an, das oben rechts auf dem i verlinkt ist. Da zeige ich alle wichtigen Building-Tools. Aber der Aufbau ist ziemlich simpel. Ich habe erstmal einfach nur aus Parts einen Rahmen gebaut, habe das Material und die Farben angepasst, so wie es mir halt gefallen hat. Habe dann noch ein Glaspart in die Mitte hinzugefügt, weil ich dachte, das sieht ganz schön aus, wenn das eine Glastür ist. Hab, weil Sicherheitstüren sein sollen, weil sie ein bisschen futuristisch aussehen sollen, hier noch so einen Scanner hingepackt, der auch nur aus einem Part besteht. Da ist ein weiteres Part drauf. Da sind nochmal weitere Parts drauf. Das war's eigentlich alles. Und ihr fragt euch sicher, was diese komischen grünen Linien hier sind. Die kann man übrigens aktivieren und deaktivieren, indem man im Model-Tab hier Show Worlds an- und ausmacht. Ich habe die grünen Dinger jetzt einmal entfernt. Selbst wenn sie angezeigt werden, sind sie weg. Denn wenn ihr die Tür gebaut habt, ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass alle einzelnen Parts, die zum Skin gehören, komplett auf Can Collide Fault sind. Jedes einzelne Part, das wir hier haben, der komplette Rahmen zum Beispiel, haben wir in den Properties eingestellt. Can Collide ist False, Can Query und Can Touch ist auch auf False, einfach nur damit es ein bisschen Lag reduzieren kann. Und Anchored ist auch auf False. Diese vier Sachen müssen False sein. Aber ihr braucht auch ein Primary Part. Und dieses Primary Part sollte die gesamte Tür umschließen. Und das ist dann euer eigentliches Part, welches am Ende bewegt wird. Und dieses Primary Part hat auch Can Collide, Can Query, Can Touch aus, aber Anchored muss an sein, damit eure Tür nicht aus der Welt fällt. Und außerdem solltet ihr die Transparency auf 1 stellen. Und jetzt müsst ihr einfach eure Tür mit diesem Primary Part verbinden. Und das Einfachste, was ihr machen könnt, ist, ihr wählt ein Part aus, wählt dann euer Primary Part aus, geht dann im Model-Tab unter Create auf Weld. Und dann werden die zusammengeweldet und dann seht ihr, entsteht hier diese Linie. Und das macht ihr mit jedem einzelnen Part. Ihr könnt es, wenn ihr schon Can Collide, Can Query und so ausgemacht habt, leider nicht mit allen Parts auf einmal machen. Dementsprechend müsst ihr das mit allen einzeln machen. Wir wählen Rahmen 3 aus. Primary, Klick. Rahmen Primary, Primary, Klick. So könnte man das machen. Ihr könnt es euch natürlich auch hübscher machen und dann sagen, ja, diese Parts sind mit diesen Parts verbunden und das ist damit verbunden und bla bla bla. Und dann habt ihr es ungefähr so, wie ich es hier mit dieser Tür gemacht habe. Weil ich habe die Parts einfach mit denen verbunden, die auch angrenzend sind, dass es dann am Ende so aussieht. Aber am Ende ist es egal, es ist einfach nur wichtig, dass alle Parts irgendwie miteinander verbunden sind. Und am Ende ist alles mit dem Primary Part hier in der Mitte verbunden. Wenn ihr das gemacht habt, gibt es nur noch ein weiteres Part, das ihr hinzufügen müsst. Und zwar die Hitbox. Und die Hitbox ist genau wie das Primary Part, ein Part, welches die ganze Tür umschließt. Nur ich habe es nochmal ein bisschen breiter gemacht. Ihr seht, einmal hier ist das Primary Part und einmal hier ist die Hitbox. Und mit STRG D könnt ihr das Primary Part natürlich duplizieren, um die Hitbox zu erstellen. Ich habe natürlich beim Primary Part und bei der Hitbox die Transparency auf 1 gestellt, weil beide sollen unsichtbar sein. Die Hitbox muss nicht mit einem Weld verbunden werden mit dem Primary Part, die ist einfach nur da, weil wir trennen das Visuelle von der tatsächlichen Hitbox unserer Tür. Wenn wir die Tür öffnen wollen, dann bewegen wir das Primary Part und da das Primary Part mit allen anderen Parts im Skin verbunden ist, bewegen sich alle dann mit dem Primary Part mit. Damit haben wir die Bewegung visuell gemacht. Und am Ende haben wir die Hitbox, bei der können wir dann einfach Can Collide an- oder ausschalten, je nachdem, ob die Tür jetzt offen ist oder zu ist. Dementsprechend haben wir bei der Hitbox tatsächlich auch Can Collide auf True und Anchored auch auf True. Can Touch kann ausbleiben, brauchen wir nicht. Und das ist dann eigentlich der gesamte Aufbau. Ihr könnt jetzt einmal testen, ob es funktioniert, indem ihr oben auf Run geht, beziehungsweise wenn ihr das nicht habt, geht ihr auf Home, dann unter Play auf Run. Und wenn eure Tür aus der Welt rausfällt, habt ihr was falsch gemacht. Wenn die Tür jetzt schön brav hier einfach schweben bleibt, ist es richtig. Wir können die Tür auch auswählen und können dann hier auf das Primary Part gehen und könnten die Position anpassen. Das einzige Problem ist, wenn man die Position anpasst, funktioniert es nicht ganz. Ihr müsst auf C-Frame gehen und da die Position anpassen. Zum Beispiel 6,5 erhöhen wir auf
7,5 und bupp, wenn die ganze Tür hochgeht, perfekt. Aber wichtig ist, dass ihr die Position unter C-Frame anpasst. Wenn ihr einfach nur die Position anpasst, zum Beispiel bei Origin Position hier auf 8 packt, bupp, dann geht nur das Primary Part hoch. Das liegt einfach an der Art und Weise, wie Roblox funktioniert. Wenn man die Position von einem Part anpasst, wird die Position verändert. Wenn man den C-Frame von einem Part anpasst, dann werden auch alle Sachen, die damit zusammengeweldet sind, entsprechend verschoben. Kleine Fun Facts, die wir dann später im Code brauchen, weil jetzt können wir auch anfangen zu coden. Wir haben unsere Tür mit einem Primary Part, das wir verschieben können und dann wird der gesamte Skin verschoben. Und wir haben eine Hitbox, die einfach die ganze Zeit stur da ist und an dem die Spiele abprallen können, wenn die Tür zu ist. Also fügen wir jetzt zu der Hitbox ein Proximity Prompt hinzu. Wir gehen also aufs Plus, dann Proximity Prompt und fügen das hinzu. Und in das Proximity Prompt packen wir ein Script rein. Das hier ist zwar ein Local Script, aber Local Scripts funktionieren nicht, wenn sie nicht unter einem Spieler geparentet sind. Dementsprechend nehmen wir ein normales Script und stellen dann den Run-Kontext auf Client und dann funktioniert es schon. Das ist Magie, oder? Das Script habe ich DoorScript genannt, einfach nur, weil ich Scripts immer benenne. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem einzigen Service, den wir erstmal brauchen werden, und zwar dem Tween Service, weil wir wollen, dass unsere Tür schön smooth auftweent und zutweent. Falls ihr euch fragt, warum wir kein Server-Script machen, wenn ein Server Dinge bewegt, müssen alle Informationen, die der Server ändert, zum Spieler rüber repliziert werden. Und da jeder Spieler einen gewissen Ping hat, kommt das verzögert an und die Tür wird ein bisschen laggen. Und wir wollen keine Lags, dementsprechend machen wir alles lokal beim Client, damit es schön smooth aussieht. Und dann holen wir uns die Umgebung, die kann bei euch natürlich ein bisschen anders aussehen. Ihr könnt die Tür natürlich bauen, wie ihr wollt. Aber wichtig sind die Sachen, die ich hier jetzt habe. Einerseits das Proximity Prompt ist bei mir Script.Parent, weil das Script ist im Proximity Prompt drin. Dann haben wir noch die Hitbox, die ist Proximity Prompt.Parent, weil das Proximity Prompt ja in der Hitbox drin ist. Dann haben wir das Door Model, das ist das Model der Tür an sich, also das Parent von Proximity Prompt. Und am Ende noch das Primary Part. Und da habe ich Door Model.Primary Part geschrieben, weil ich bei dem Model ausgewählt habe, dass das das Primary Part sein soll. Das macht ihr, indem ihr auf das Model klickt, dann auf Primary Part klickt und dann euer Primary Part anwählt. Punkt. Fertig ist. Das sollte so dann auch ohne Wait for Childs funktionieren, weil das Script das hinterste Child ist. Im Zweifelsfall könntet ihr hierhinter noch sowas schreiben wie or DoorModel Doppelpunkt Wait for Child Primary, weil das Primary Part ja Primary bei mir heißt. Wenn es bei euch anders heißt, dann müsst ihr natürlich hier den Namen von eurem Primary Part eingeben. Bei mir habe ich das Part Primary genannt. Dann müssen wir uns natürlich merken, ist die Tür offen oder zu, und das können wir in einer Variable speichern namens LocalStatus. Die hat den Typ von dem String entweder offen oder zu. Und der ist standardmäßig auf zu. Dann noch ein paar Einstellungen für die Tür. Und zwar die Dauer, wie lange die Tür geöffnet sein soll. Und wie schnell die Animation gehen soll, wenn die Tür geöffnet wird. Das können wir dann später anpassen. Da das ja ein Tutorial für Anfänger ist, mache ich den Code auch sehr anfängertauglich. Ich hoffe, dass es so dann halbwegs verständlich ist. Wir brauchen jetzt erstmal eine Funktion, die die Tür visuell öffnet. Also das Primary Part zur Seite geschoben wird. Und es einfach so aussieht, als ob die Tür schön aufgeschoben wird. Und das hier ist die Funktion, die ich dafür schreibe. Die nenne ich OpenTween. In der Funktion wird ein Tween erstellt mit dem Tween-Service, Tween-Service.create. Als erstes Argument nehmen wir das Primary Part der Tür, weil das soll bewegt werden. Dann müssen wir eine Tween-Info erstellen mit der Animationsdauer und enum.easingStyleSign, einfach damit es ein bisschen smooth ist. Es geht langsam los, wird schneller und am Ende wird es wieder langsamer. Ihr könnt ja auch andere Easing Styles ausprobieren, wenn es euch lieber ist. Einfach rumprobieren, unterschiedliche Animationsdauern, unterschiedliche Easing Styles. Theoretisch könnt ihr auch Easing Direction In-Out oder nur In oder nur Out machen. Und wenn ihr sonst noch Fragen zum Tween Service habt, dann schaut euch das Video oben auf dem i an. Und am Ende müssen wir den C-Frame tweenen, weil wie gesagt, ihr könnt die Position vom Primary Part ändern, aber dadurch wird der restliche Skin nicht mit angepasst. Ihr müsst den C-Frame anpassen, also sagen wir C-Frame ist gleich Hitbox.C-Frame plus Hitbox.C-Frame.WriteVector mal Primary Part .size.x minus 1,5. Das ist sehr viel Mathe und das ist jetzt schwer zu erklären für Anfänger. Da müsst ihr einfach vertrauen und vor allem müsst ihr auch ein bisschen ausprobieren. Ich erkläre es einmal. Ich hoffe, dass ihr das dann auch versteht. Hitbox.cframe kann ich nur machen, weil die Hitbox genau an derselben Position ist wie das Primary Part. Ihr seht, das hier ist das Primary Part und das hier ist die Hitbox. Der einzige Unterschied ist, die Hitbox ist ein bisschen breiter, aber die Positionen sind die gleichen. Wenn ich die Hitbox auswähle und runtergehe zur Position, seht ihr minus 75,6,5 minus 180,411. Und wenn ich das Primary Part auswähle, ändern sich die Zahlen gar nicht. Es ist exakt die gleiche Position und das ist die Voraussetzung dafür. Wenn das nicht funktioniert, müsst ihr euren Code ein bisschen komplizierter gestalten, dass ihr dann die Ausgangsposition vom Primary Part in einer weiteren Variable speichert und davon dann auswählt.
ausgeht. Weil die Hitbox bei mir an derselben Position ist wie das Primary Part, kann ich das problemlos machen. Ansonsten könntet ihr euch hier die Ausgangsposition der Tür speichern, da gibt es dann aber das Problem, was ist, wenn der Spieler dem Server beitritt, während die Tür gerade geöffnet ist? Wäre nicht sehr gut, aber da wir die Türen ja sowieso nur lokal bewegen, sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Dementsprechend könnte man hier sagen, Local Ausgangspo oder lieber Ausgangs-C-Frame ist gleich Prime.C-Frame. Und dann könnt ihr hier statt Hitbox.C-Frame den Ausgangs-C-Frame nehmen und hier dann auch wieder den Ausgangs-C-Frame. Das würde funktionieren, mache ich bei mir aber nicht, weil bei mir beides der gleiche C-Frame ist und dementsprechend ist alles cool. Dann rechne ich da den Right-Vektor von der Hitbox rauf, weil das ist ein Vektor, also eine Richtung, die zur Seite zeigt von der Hitbox aus. Wenn wir einen Rechtsklick auf die Hitbox machen und Show Indication Orientator machen, sehen wir, dass hier diese blaue Linie in diese Richtung weggeht. Das heißt, die Hitbox guckt in diese Richtung und der Right-Vektor, der würde dann also in diese Richtung schauen. Das heißt, ich rechne auf die Position den Right-Vektor rauf, also etwas in diese Richtung. Und dann rechne ich das mal die Größe, Size vom Primary Part, Punkt X, also die X-Size. Also gucken wir hier wieder beim Primary Part auf die Size und wir sehen hier X, Y, Z. 6 ist die Breite vom Primary Part. Dementsprechend ist es bei mir X. Wenn bei euch die Breite Y oder Z ist, müsst ihr natürlich hier Y oder Z auswählen, aber bei mir ist es X. Oder minus 1,5, weil ich nicht möchte, dass diese Konsole mit in der Wand verschlungen wird. Und dieses Part ist bei mir 1,5 Stats breit, dementsprechend habe ich das noch mit dazu gerechnet, weil es bei mir hübscher ist. Wenn ihr wollt, dass die Tür komplett in die Seite geschoben wird, über die exakte Breite, dann könnt ihr das so schreiben. Und wenn ihr wollt, dass die Tür ein bisschen weiter geschoben wird, damit es kein Geflacker an der Seite gibt, dann könnt ihr plus Punkt 1 schreiben. Und dann wird die Tür ein bisschen weiter nach rechts verschoben. Wenn sie in die falsche Richtung verschoben wird, dann müsst ihr hier ein Minus davor schreiben und dann habt ihr die Sache. Oder ihr könntet hier ein Minus hinschreiben statt dem Plus. Das sind die Sachen, die ihr ausprobieren müsst. Und falls der Right-Vektor nicht bei euch der Right-Vektor ist, dann müsst ihr entweder den Look-Vektor nehmen, wenn das Ding nach vorne geht, oder den Up-Vektor. Das sind die Optionen, die ihr habt. Bei mir ist es der Right-Vektor. Richtige Rechtschreibung ist natürlich immer wichtig. Am Ende, wenn der Tween dann erstellt wird, schreiben wir Tween.play, damit er ausgeführt wird. Und wir können das Ganze jetzt einfach mal testen, indem wir sagen Task.wait 7 Sekunden und dann OpenTween. Dann packe ich meine Tür einfach mal irgendwo hin, wo die Tür mir auch Spaß macht, also hier auf dem Boden. Und ich gehe hier unter Run auf den Pfeil und wähle aus Play hier, damit ich direkt hier anfange zu spielen. Und nach etwa 5 Sekunden oder 7 Sekunden, keine Ahnung, ich habe wieder vergessen, was ich ausgewählt habe, sollte die Tür sich automatisch zur Seite schieben. Gucken wir einmal. Jo, sie hat sich zur Seite geschoben. Perfekt, das hat funktioniert. Wenn sie sich in eine andere Richtung schiebt, wie gesagt, Look-Vektor ausprobieren oder Up-Vektor ausprobieren und Plus oder Minus ausprobieren. Und bei mir hatte ich hier noch diese minus 1,5, also passe ich das auch wieder an. Da wir mit unserem Test fertig sind, entferne ich diese Zeilen hier wieder und wir machen dann natürlich noch eine Funktion, um die Tür wieder zu schließen. Ein guter Code würde es natürlich anders machen, aber das ist ein Anfänger-Tutorial, dementsprechend schreiben wir dieselbe Funktion nochmal, nur ein bisschen anders. Die Funktion heißt jetzt CloseTreen und diesmal sagen wir einfach nur C-Frame ist gleich Hitbox.C-Frame und das war's. Wenn ihr mit der Ausgangsposition arbeitet, nehmt ihr hier natürlich die Ausgangsposition statt Hitbox.C-Frame. Jetzt schreiben wir eine Funktion, um die Tür dann auch wirklich zu öffnen, weil bisher wird ja nicht wirklich die Tür geöffnet, sondern sie wird nur visuell aufgeschoben. Die Hitbox bleibt aber immer an derselben Position und das ist immer noch Can Collide True. Also schreiben wir hier OpenDoor für die Funktion und müssen einen kleinen Debounce einbauen. Das heißt, wenn die Tür gerade schon offen ist, können wir sie nicht nochmal öffnen. If Status ist gleich offen, dann Return End. Und am Ende stellen wir den Status natürlich auf offen, um zu sagen, die Tür ist jetzt offen und die Funktion kann nicht zweimal ausgeführt werden. Wir wollen natürlich, dass die Tür geöffnet werden kann, indem man das Proximity Prompt auswählt. Dementsprechend wählen wir das Proximity Prompt von oben, schreiben hier unten einmal prox.triggered:connect open door. Und dadurch wird dann die Open-Door-Funktion ausgeführt, wenn jemand E an der Tür drückt. Und damit das Proximity Prompt nicht nochmal ausgeführt werden kann, stellen wir das Proximity Prompt dann auch auf Disabled, also sagen wir Prox.enabled ist gleich false und dann ist es einfach weg, sobald die Tür geöffnet wird. Sieht auch viel schöner aus, wenn dieses blöde GUI nicht im Weg ist. Jetzt müssen wir die tatsächliche Tür öffnen. Wir sagen jetzt einfach Hitbox.canCollide ist gleich false. Am Ende warten wir Task.wait Offendauer. Nachdem wir gewartet haben, machen wir die Tür wieder zu. Also Hitbox.canCollide ist gleich true. Damit ist die Tür wieder zu. Und dann setzen wir den Debounce von oben zurück, dass die Tür danach auch wieder geöffnet werden kann. Also Status ist gleich wieder zu. Und ProximityPrompt.enabled ist gleich true. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal austesten, ohne diese CloseTreen und OpenTreen-Geschichten, jetzt haben wir nur die tatsächliche Tür geöffnet. Heißt das, wir laufen dagegen und kommen durch die Tür nicht durch. Aber wenn ich E drücke, ist das ProximityPrompt weg und ich kann durchlaufen.
Das ist das, was der Code tatsächlich macht. Aber jetzt wollen wir natürlich, dass die Tür auch visuell schön aussieht, dass sie schön zur Seite aufgeht, wenn wir sie öffnen wollen. Und dafür fügen wir dann einfach noch unsere zwei Funktionen hinzu, die wir geschrieben haben. Und das machen wir hier einfach dazwischen. Nachdem wir die tatsächliche Tür geöffnet haben, öffnen wir die visuelle Tür. Also genau hier. Visuelle Tür öffnen, Open Tween. Nachdem wir gewartet haben, schließen wir die visuelle Tür. Also Close Tween. Und diesmal mache ich die Hitbox, nachdem ich die Close Tween-Funktion ausgeführt habe, erst auf Can Collide True. Weil die Schließen-Animation, die hat ja eine gewisse Animationsdauer. Und die warten wir auch noch ab. Weil der Spieler wundert sich sonst, warum komme ich nicht durch? Die Tür war ja noch ein Spalt offen. Dementsprechend warten wir erstmal die Animationsdauer ab und stellen dann die tatsächliche Tür auf Can Collide True. Und das wär's dann auch. Damit haben wir eine sehr, sehr einfache Tür geschrieben, die schön smooth lokal beim Spiel aufgeht. Man kann durchlaufen, dann geht sie wieder zu und dann kann man sie wieder öffnen. Ihr könnt natürlich andere Trigger auswählen, damit sich die Tür öffnet. Ihr müsst nicht dieses Proximity Prompt hier haben. Ihr seht auch, bei mir steht da Tür und Öffnen. Bei euch steht da wahrscheinlich nur gar nichts und Activate. Wenn ihr das anpassen wollt, geht ihr auf eure Proximity Prompt hier und wählt beim Action Text Öffnen aus zum Öffnen der Tür. Beim Object Text habe ich Tür ausgewählt. Abgesehen davon könnt ihr hier anpassen, dass ein anderer Knopf gedrückt werden soll, wie lange man den Knopf gedrückt halten soll und so weiter. Wenn euch das Proximity Prompt zu weit rechts ist, könnt ihr auch das UI offsetten. Mit diesen zwei Werten könnt ihr es nach links, rechts oder nach oben und unten schieben. Und ihr könnt natürlich für die Tür alle möglichen anderen Trigger verwenden. Wenn ihr euch mit Events noch nicht so gut auskennt, dann schaut euch bitte meine Roblox Studio Lernserie zu Events an. Die ist jetzt auch oben auf dem i verlinkt, da erkläre ich euch das. Und dann könnt ihr auch lernen, wie ihr zum Beispiel eine Tür mit einem Touched-Event startet oder mit einem Clicked-Event. Und dann ist eure Tür angepasst. Ihr könnt sie dann in euren Raum hier reinschieben. Und basically habt ihr dann einfach eine fertige Tür. Diese Tür hat natürlich noch ein paar kleine Probleme und auf die Probleme gehen wir jetzt ein für die Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind, weil wenn ein anderer Spieler euch zuguckt, wie ihr durch die Tür durchlauft, dann öffnet sich die Tür bei denen gar nicht, sondern ihr lauft einfach durch eine geschlossene Tür durch. Das sieht gar nicht so cool aus. Das kann ich euch einmal simulieren und ihr könnt das bei euch auch austesten, indem ihr oben auf Test geht, dann Local Server Two Players auswählt und dann auf Start geht. Das dauert dann eine Weile. Je nachdem, wie schlecht euer PC ist, kann das sogar eine ziemlich lange Weile dauern, weil erstmal wird ein Server gestartet. Nachdem der Server gestartet wurde, werden dann die Clients gestartet. Das hier ist die Sicht des Servers. Und dann habt ihr hier zum Beispiel einen Bildschirm, auf dem dann der Client gestartet wird. Und ich laufe mit dem Client einfach mal hier vor die Tür. Und mit dem anderen Client, der bei mir auf einem anderen Bildschirm ist, laufe ich jetzt einfach mal durch die Tür durch. Und ihr werdet sehen, wenn ich durch die Tür durchlaufe, läuft er einfach durch eine geschlossene Tür durch. Und das ist gar nicht so cool. Aber ich habe dafür natürlich schon längst eine Lösung vorbereitet. Und zwar diese Tür, durch die kann ich auch durchlaufen. Und die öffnet sich dann auch beim anderen Client. Und das auch super smooth. Wunderschön, oder? Und das machen wir jetzt. Ihr könnt das ganze Ding schließen, indem ihr hier auf Exit Game geht. Dadurch wird der Client geschlossen. Am Ende müsst ihr noch den Server finden. Geht oben auf Test und dann auf Cleanup. Und dann werden alle Clients gekickt und alles ist wieder gut. Also machen wir jetzt die nächste Tür, die auch bei den anderen Spielern angezeigt wird. Und das ist die Advanced Door. Die Advanced Door ist vom Aufbau her exakt die gleiche. Ich habe nichts am Aufbau geändert. Ich habe einfach nur etwas hinzugefügt. Und zwar im Proximity Prompt ist jetzt auch ein Door Script Server drin. Also ein weiteres Script, das ich auf Run Context Legacy gelassen habe. Und ein Open Door Event. Das ist ein Remote Event. Also Remote Event eingeben, das hier hinzufügen. Und dann könnt ihr das umbenennen in Open Door Event. Im lokalen Door-Script habe ich nichts geändert, außer, dass wir uns das Open-Door-Event jetzt geholt haben. Ganz oben, Open-Door-Event ist ein Remote-Event, Proximity-Prompt, Doppelpunkt, Wait-for-Child, Open-Door-Event. Am Ende habe ich Doppelpunkt, Doppelpunkt, Remote-Event dazu geschrieben, weil es sonst rummeckert. Aber es meckert auch nur rum, weil ich hier Doppelpunkt, Remote-Event geschrieben habe. Das könnt ihr beides weglassen und der Code wird genauso funktionieren. Aber ich habe beides dazu geschrieben, damit wir Autovervollständigung haben. Hier sind unsere Tweens noch genauso. Unsere Open-Door-Funktion ist auch noch genau die gleiche. Aber wir haben jetzt eine neue Funktion, und zwar die Request-Open-Door-Funktion. Und das Proximity-Prompt, wenn es getriggert wird, führt jetzt nicht mehr die Open-Door-Funktion aus, sondern die Request-Open-Door-Funktion. Und die Request-Open-Door-Funktion macht nur eine Sache, und zwar Open-Door-Event, Doppelpunkt, Fire-Server. Das heißt, das Remote-Event wird ausgeführt und das war alles. Am Ende haben wir an das Remote-Event noch ein On-Client-Event connected mit der Open-Door-Funktion. Das bedeutet, wenn der Server
das Remote-Event ausführt, dann soll die Tür beim Client geöffnet werden und das ist die ganze Magie. Wenn ein Spieler die Tür öffnen möchte, dann schickt der Spieler an den Server eine Anfrage, dass die Tür geöffnet werden soll und der Server schickt dann an alle Spieler eine Information raus, dass jetzt die Tür geöffnet wird. Und dann wird es auch bei allen Spielern ausgeführt und die Tür wird bei allen Spielern geöffnet. Das Server-Script dazu ist auch sehr simpel. Wir holen uns das OpenDoor-Event, also script.parent.OpenDoor-Event. Dann haben wir noch ein Debounce-Table, damit die Spieler das nicht spammen können. Vor allem Exploiter könnten ja dann die ganze Zeit Tür-Remote spammen, das wäre nicht so cool. Und am Ende connecten wir an das Server-Event eine Funktion, die den Spieler nimmt, die dann prüft, ob der Spieler gerade im Debounce ist. Wenn ja, wird abgebrochen, dann den Debounce erstellt für den Spieler für 2 Sekunden. Dass jeder Spieler die Tür nur alle 2 Sekunden öffnen kann. Wenn eure Tür kürzer als 2 Sekunden offen ist, dann solltet ihr den Debounce vielleicht ein bisschen kürzer stellen, sonst wundern sich die Spieler, warum sie die Tür nicht aufkriegen. Und am Ende wird das Open Door Event an alle Clients gefeiert und das war's. Sehr, 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 sehr simpel für diese einfache Lösung. Ihr könnt das Ganze jetzt noch gerne einmal austesten. Mit der Advanced Door sind wir jetzt fertig, aber einige Leute von euch haben sicher auf das Tutorial geklickt, weil sie wissen wollen, wie man eine Tür macht, durch die man nur mit Berechtigungen reingehen kann. Und das ist dann diese Tür, unsere Sicherheitstür. Die Sicherheitstür ist genauso wie unsere Advanced Door, eine Tür, die ein Remote-Event an den Server feiert. Und dann schickt der Server an alle Clients die Information zurück, dass die Tür geöffnet werden soll. Aber es sollen natürlich nur Spieler durch die Tür gehen können, die die Berechtigung dazu haben. Und die Berechtigung kann man auf verschiedenste Arten und Weisen prüfen. Zum Beispiel könnt ihr eine Liste haben mit Spielernamen, die berechtigt sind. Ihr könnt aber auch sagen, wenn ein Spieler ein bestimmtes Level hat, kann er da durchgehen. Oder wenn ein Spieler den Schlüssel dafür hat, kann er da durchgehen. Das könnt ihr auf verschiedenste Arten prüfen. Meistens macht ihr das, indem ihr im Script-Service irgendwo ein Modul habt, das den ganzen Spaß prüft. Für die Einfachheit habe ich zu der Sicherheitstür jetzt einfach hier im Proximity Prompt ein Module Script hinzugefügt. Ihr solltet euer Module Script am besten natürlich im Server Script Service drin haben oder in unserem Fall sogar noch besser im Replicated Storage und dann natürlich dort die Anfrage ausführen. Bei mir ist in dem Module Script nur eine Sache drin und zwar das Whitelist Modul. In dem Whitelist Modul ist ein Table und in dem Table sind ein paar Spielernamen, zum Beispiel Roblox Conny, Player 2 und auch Obama, die dürfen alle durch die Tür durchgehen und jeder andere darf nicht durchgehen. Dann haben wir eine Whitelist-Doppelpunkt-Check-Funktion, die checkt, ob der Spieler die Berechtigung hat. Das heißt, jo, wenn ein Spieler nicht existiert, dann ist egal. Und am Ende wird returned Whitelist.erlaubt Spieler.name. Wenn der Name vom Spieler hier in der Liste steht, darf er rein, wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr zum Beispiel jetzt mit einem bestimmten Level das haben wollt, dann fragt ihr euer Datenmodul, jo, hat der Spieler dieses Level? Oder wenn ein Spieler einen Schlüssel dafür haben muss, dann fragt ihr euer Datenmodul, jo, was ist im Inventar vom Spieler? Ist im Inventar vom Spieler denn so ein Schlüssel? Wenn ja, dann darf er das auch. Das könnt ihr alles in dieser Funktion hier prüfen. Am Ende wird das Modul returned, damit wir das Modul auch als ModuleScript ausführen können. Und wir requiren das Ding im ServerScript natürlich. Im ServerScript haben wir jetzt einfach stehen Whitelist ist gleich require script.parent.whitelist. Bei euch müsste dann wahrscheinlich stehen replicated storage.whitelist zum Beispiel. Und am Ende sagen wir hier einfach nur if not whitelist, Doppelpunkt check, Spieler, then return end. Wenn der Spieler nicht darf, dann wird die Tür auch nicht geöffnet. Fertig ist. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn der Spieler die Berechtigung hat, durch die Tür zu gehen, dann wird die Tür ja für alle Spieler geöffnet. Das heißt, alle anderen Spieler können auch durchgehen und das wollen wir nicht. Dementsprechend müssen wir auch in das lokale Script noch einmal reingehen und müssen hier im lokalen Script reinschreiben, okay, die Tür soll zwar visuell geöffnet werden, mit den Open-Tween- und Close-Tween-Funktionen, aber nicht tatsächlich geöffnet werden für alle Spieler, die die Berechtigung nicht haben. Und dafür füge ich hier oben erstmal noch das hier wieder hinzu, weil ich das ja vorhin auch ergänzt habe. Und dann schreiben wir hier noch rein, local whitelist ist gleich require proximity prompt wait for child whitelist oder bei euch vielleicht replicated storage wait for child whitelist oder euer Datenmodul oder was auch immer ihr habt, um zu prüfen, ob ein Spieler das darf. Und unten die Open Door Funktion wird angepasst, dass wir einfach nur sagen, an der Stelle, in der stand hitbox.cancollide ist gleich false, jetzt steht da nur hitbox.cancollide ist gleich not whitelist check Spieler. Das heißt, wenn die Funktion returned, ja, der Spieler darf durch, dann sagen wir nein. Also wir machen einfach das Gegenteil daraus. Diese Funktion returnt entweder ja oder nein und mit not sagen wir das Gegenteil. Und CanCollide muss ja negativ sein, dass man reingehen kann. Falls ihr es nicht versteht, schaut euch bitte das Video an, das jetzt oben auf dem i verlinkt ist. Da geht es um Booleans. Da erkläre ich das nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber das ist alles, was ihr machen müsst. Wir testen das Ganze jetzt einmal aus, indem wir oben auf Test wieder Local Server, Two Players und Start gehen
Und dann gucken wir, ob das jetzt funktioniert, weil wir wissen, in der Whitelist steht Player 2 drin. Das heißt, Player 2 darf durchgehen und Player 1 darf nicht durchgehen. Hier haben wir Player 1. Player 1 läuft jetzt erstmal hinten zu den Türen hin. Das ist die Easy Door, die sich nur beim Spieler öffnet, der auch die Tür öffnet. Das hier ist die Advanced Door, die sich bei allen Spielern öffnet. Und das hier ist die Sicherheitstür, durch die er nicht durch darf. Und wir drücken E. Und nichts passiert. Er kriegt die Tür nicht auf. Jetzt kommen wir mal mit Player 2. Player 2 steht hier in der Whitelist drin. Und der läuft jetzt rüber zu der Tür, vor der Player 1 wütend vorsteht und nicht rein kann. Und geht einfach rein. So einfach ist das. Auch bei Player 1 öffnet sich diese Tür, aber Player 1 kann sie nicht öffnen. Wenn Player 2 jetzt hier hingeht und die Tür öffnet, kann Player 1 versuchen reinzugehen, aber er kommt nicht rein, weil die Hitbox ist immer noch auf Can Collide True. Und damit ihr einmal seht, dass die Tür sich dann auch bei den anderen Spielern öffnet, zeige ich euch noch einmal die Sicht von Player 1. Also hier haben wir Player 1 Sicht und Player 2 öffnet jetzt die Tür und geht einfach durch. Funktioniert. Und das wäre eigentlich auch schon alles. Wenn ihr einmal ein Beispiel sehen wollt, wie das mit anderen Berechtigungen geht, baue ich euch das jetzt auch einmal schnell ein. Aber ich denke, ihr solltet es ab jetzt auch verstanden haben. Wir gehen natürlich nochmal beim Server auf Cleanup und dann machen wir uns einfach mal eine Kopie von diesem Raum. So, drehen den um. Natürlich hier auch den Boden hübsch machen. So, dann brauchen wir einmal diese Sicherheitstür. Drehen die um, schieben die rüber. Wunderbar. Und die nennen wir einfach mal Sicherheitstür 2. In einem meiner Tutorials habe ich gezeigt, wie man ein Level-System macht. Und das Level-System, das ziehe ich hier jetzt einfach mal rein. RPG-Level-System, das können sich Kanalmitglieder Tier 2 oder höher dann auch einfach herunterladen. Die Drops packen wir einfach mal hier hin. Die kommen in den Workspace, das RPG-Server-Script und das RPG-Server-Modul kommen natürlich in den Server-Script-Service. RPG-Level-System-Settings kommen in den Replicated Storage. RPG-Screen-GUI kommt in Starter-GUI rein und damit sollten wir den Spaß haben. Und dann gehen wir wieder in unsere Sicherheitsbereiche, in die Sicherheitstür 2. Und dann nehmen wir dieses Whitelist-Modul und dann schreiben wir das einfach mal um, dass es nicht guckt, wer auf der Whitelist steht, sondern local-level ist gleich Spieler.leaders. Stats.level.value. Beim RPG-Server-Modul, hier haben wir eingestellt, dass wenn Spieler geaddet wird, dann werden Spielerdaten geladen. Die werden in einen Leader-Stats-Folder gepackt. Da ist ein Value namens Level drin und bla bla bla. Und dann sagen wir einfach mal Return Level ist größer als 5. Nur Spieler mit Level 5 oder höher können rein. Ich starte das Spiel noch einmal und bin jetzt Level 0. Das bedeutet, ich kann diese Sicherheitstür hier nicht öffnen, weil ich bin Level 0. Okay. Ich sammle ein paar Drops ein. Bup, 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 bup. Komm. Level 5. Jetzt bin ich Level 5. Gehe nochmal zur Tür. Und ich kann die Tür immer noch nicht öffnen. Was ist das Problem? Ich habe wohl einen Fehler gemacht irgendwo. Na gut, Fehler gehören dazu. Ach so, mein Gott. Ich habe geschrieben größer als 5. Das heißt, wir brauchen mindestens Level 6. Also sammle ich nochmal einen ein. Jetzt bin ich Level 6. Wir gehen nochmal hier hin. Und jetzt funktioniert es auch. Seht ihr, das ist immer dieser typische One-Off-Fehler. Ich war Level 5, aber ich brauchte Level 6. Jetzt kann ich durch die Tür durchgehen. Und so habt ihr eine Sicherheitstür, durch die man nur mit Level 5 durchgehen kann. Cool, oder? Jeder, der bei mir Kanalmitglied Tier 2 oder mehr ist, kann sich natürlich diese drei Sicherheitstüren hier herunterladen. Die vierte Sicherheitstür werde ich nicht inkluden, weil die ist ja zusammen mit dem Level-System. Und das Level-System können sich Kanalmitglieder natürlich auch einfach so herunterladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das machen, aber ich packt das hier jetzt erstmal wieder alles weg. Ihr habt ja gesehen, dass der Aufbau sehr simpel war. Diese drei Türen können sich Kanalmitglieder Tier 2 runterladen, aber ich schlage euch natürlich vor, schaut euch lieber mein Tutorial an, macht es in aller Ruhe nach, weil nur wenn ihr es selber macht, lernt ihr es auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ihr könnt euch auch gerne die Videos anschauen, die hier jetzt eingeblendet werden. Das war's, bis dann und ciao!